Herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Logistikkonzern Kühne und Nagel. Aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich jetzt Vivien Spanberg von Vontobel. Ja, Frau Spanberg, schauen wir uns doch zunächst einmal die jüngste Bilanz von Kühne und Nagel an. Im abgelaufenen Quartal gab es Rekordergebnisse und das trotz Containermangel und Problemen in den Lieferketten. Wie hat Kühne und Nagel das geschafft? Ja, nach einem fulminanten ersten Quartal haben sie auch das zweite Quartal relativ fulminant abgeschlossen. Umsatz 48% gesteigert. Die aussagekräftigere Kennzahl vielleicht der Rohertrag, also was Kühne und Nagel am Ende übrig hat, nachdem sie beispielsweise die Frachttarife bei den Reedereien oder auch den Fluggesellschaften hier beglichen haben, ist um 30% sogar gestiegen im zweiten Quartal. 2,31 Milliarden Schweizer Franken haben sie hier am Ende im Rohertrag einstreichen können. Und im ersten Halbjahr 2021 kamen sie dann auf 4,31 Milliarden Schweizer Franken. Und das sind 20% gegenüber Vorjahr. Ja, das Vorjahr war pandemiebedingt natürlich jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber auch 8% über 2019. Da war Corona eigentlich nur noch eine Biermarke und noch kein Virus, den wir kannten. Und da muss man sagen, mit 8% schon über 2019, das ist schon eine relativ gute Nummer. Und das haben sie auch in allen Bereichen, in denen sie tätig sind, sowohl Luftfahrt als auch Landweg, als auch Schifffahrt gemacht. Also das haben sie relativ gut gemacht. Und wenn man sich jetzt mal die Unwägbarkeiten anschaut, die sie gehabt haben, der Suezkanal war verstopft. Die chinesischen Häfen haben hier wirklich Stau gehabt, weil sie aufgrund ihrer Hygienemaßnahmen und Ähnliches hier wirklich in Rückstau gekommen sind. Aber auch die Luftfahrt beispielsweise war natürlich auch davon betroffen. Es wird zum Beispiel jede Frachtkapazität nicht über Frachtschiffe oder über Frachtflugzeuge gemacht, sondern 50% der Frachtkapazitäten sind in Passagiermaschinen. Und die sind auch nicht geflogen oder die wenigsten Leute sind in Urlaub oder Ähnliches geflogen. Da ist die Frachtkapazität auch relativ gering gewesen. Aber Kühne und Nagel hat hier relativ gut gewirtschaftet und die Frachtkapazitäten, die sie zur Verfügung hatten, hier auch wirklich oder für die wurden sie auch wirklich fürstlich entlohnt, wie einige sagen. Und da konnten sie auch wirklich ihre guten Ergebnisse herziehen. Sie haben ihr Business-Know-how aber nicht nur dafür genutzt, sondern zum Beispiel auch für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie sind weltweit hier für die Moderna-Covid-19-Impfung verantwortlich gewesen, für die Distribution. Und unterm Strich muss man sagen, hat Kühne und Nagel jetzt gerade, weil der Aufschwung langsam wieder kommt, es wird immer mehr nachgefragt oder die Nachfrage ist sehr, sehr hoch und das Angebot ist nun mal immer noch relativ limitiert und da konnten sie von profitieren, indem sie die Nachfrage einfach mit höheren Preisen geantwortet haben. Sie haben es gesagt, die letzten zwei Quartale waren richtig stark. Jetzt hat sich aber auch Klaus-Michael Kühne, lange Zeit der starke Mann im Unternehmen, vor kurzem geäußert. Wegen der Corona-Pandemie hat er sich große Sorgen um sein, Zitat, Lebenswerk Kühne und Nagel gemacht. Wie stark hat denn Corona Kühne und Nagel getroffen? Sehen Sie noch Auswirkungen? Also man muss jetzt erstmal sagen, wo wir herkommen und wo wir im Moment sind. Wir können natürlich jetzt relativ gut reflektieren, was jetzt aktuell zum Beispiel bei Kühne und Nagel auch vor sich geht und dass sie auch relativ gut natürlich die Kapazitäten jetzt haben und die Kapazitäten gut verkaufen können und sie logistisch gut aufgestellt sind. Aber wenn man sich mal anschaut, wo 2020 so die Weltwirtschaft war und nicht nur für Kühne und Nagel, das gilt für sehr, sehr viele Unternehmen, die natürlich auch einfach Existenzangst hatten. Weil wie geht weiter? Wie geht es vor allem kurzfristig weiter? Langfristig wissen wir heute immer noch nicht, wie langfristig die Corona-Pandemie sich hier noch mit der Weltwirtschaft beschäftigen wird. Inflation und Ähnliches sind immer noch Stichwörter, die immer wieder aufpoppen. Und natürlich hat Kühne und Nagel hier auch relativ starke Ängste gehabt, wie es weitergehen kann oder wird. Wenn man von heute auf morgen irgendwie von 100 auf 0 gezogen wird oder vielleicht auf 5%, das ist vor allem gerade für so ein weltweit tätigen Unternehmen wie Kühne und Nagel relativ schwierig. Und weil sie natürlich auch global agieren müssen. Nordamerika und Europa sind zwar die Hauptangreifsziele und die wurden natürlich auch gerade hier stark getroffen. Amerika natürlich auch. Und da muss man schon sagen, ist es für Kühne und Nagel relativ schwierig gewesen. Sie haben ihre IT-Systeme auf Homeoffice umgestellt. Dann haben sie Mai 2020 ankündigen müssen. Ja, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Vielleicht müssen wir sogar ein Viertel unserer Belegschaft entlassen. Und das sind halt Sorgen, die auch nicht nur Kühne und Nagel natürlich hatte, sondern auch viele andere Unternehmen. Aktuell sieht es so aus, dass sie relativ gut aus der Krise auch gekommen sind, gerade wenn man sich die Zahlen natürlich auch anschaut. Aber für Kühne und Nagel muss man auch sagen, dass sie im Moment natürlich mit einem oder anderen Problemchen zu kämpfen haben, gerade der Containermangel oder auch wie es weitergeht in den Kapazitäten für die Luftfahrtgesellschaft. Aber sie haben es, sage ich mal, sehr, sehr gut in den Griff gekriegt
wenn man sich die aktuellen Zahlen auch anschaut. Wir wollen mal auf ein anderes spannendes Thema bei Kühne und Nagel schauen. Kühne und Nagel hatte im Mai die Mehrheit am chinesischen Logistikkonzern Apex übernommen. Im Juli hat Kühne und Nagel dann einen Anteil von 24,9% an die Partners Group verkauft. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme? Steckt dahinter? Also die Akquisition war die größte, die Kühne und Nagel in ihrer 130-jährigen Geschichte jemals getätigt hat. 1,1 Milliarden Schweizer Franken haben sie bezahlt für 87,3% der Anteile an Apex. Und dann relativ kurze Zeit später haben sie dann 24,9% der Anteile an die Partners Group verkauft. Für beide Unternehmen sind diese oder ist diese Akquisition relativ ungewöhnlich. Erstens für Kühne und Nagel die größte Akquisition jemals, also sehr, sehr viel finanzielle Unsicherheit, die sie natürlich auch haben. Sonst haben sie eher immer kleinere Unternehmen gekauft. Und für die Partners Group, die normalerweise nicht in Unternehmen oder in Tochtergesellschaften investiert, wo die Muttergesellschaft kotiert ist, also an der Börse gelistet ist. Und deshalb für beide Unternehmen sozusagen das erste Mal. Aber gerade sie wollen hier so ein bisschen auch die Komplexität einfach bündeln oder auch das Wissen, was beide Unternehmen haben, hier einfach bündeln. Partners Group, gerade das Netzwerk und auch gerade wie sie aufgestellt sind in Asien oder auch wie sie investiert sind in Asien, soll Kühne und Nagel hier helfen. Kühne und Nagel ist einfach natürlich logistisch gesehen hier Marktführer in den meisten Bereichen und da wollen beide Unternehmen halt auch voneinander profitieren. Und das wollen sie eben, indem sie jetzt ihre Anteile hier verstärkt zusammenlegen oder zusammengelegt haben. In dem Fall Partners Group will hier sein Netzwerk weiter ausbauen, auch für im Bereich Logistik und vor allem im Bereich Gesundheit. Da wollen sie neue Wege finden, das auch gemeinsam anzustreben. Und deshalb für beide Unternehmen, glaube ich, ein relativ, auch ein ungewöhnlicher Move. Wie sehen Sie denn allgemein die Konkurrenzsituation? Wie steht Kühne und Nagel im internationalen Vergleich da? Die Air Cargo News beispielsweise haben jetzt gesagt, dadurch, dass Apex gekauft worden ist, ist Kühne und Nagel auch aufgestiegen zur Nummer 1 im Bereich Luftfahrt. Das war sonst DHL die Nummer 1. Die unangefochtene Nummer 1 im Bereich Schiffsfahrt ist immer noch Kühne und Nagel und wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger Kühne und Nagel bleiben. Landverkehr sind die üblichen Verdächtigen, eigentlich auch die, die in den ganzen anderen Bereichen die Konkurrenz sind. DHL immer ganz vorne mit dabei, aber auch DB Schenker oder auch die DSV, der dänische Konkurrent, der beispielsweise auf seiner Jahrespräsentation gesagt hat, sie wollen jetzt in Asien vorangehen und in Asien jetzt Fuß fassen. Und kurze Zeit später hat Kühne und Nagel dann Apex übernommen und hat gesagt, ja, wir sind jetzt schon in Asien dabei. Da haben sie DSV ein bisschen den Schnaps weggenommen. Aber das sind auch die üblichen Verdächtigen, die auch eigentlich in allen anderen Bereichen, wo Kühne und Nagel unterwegs sind, auch die zur Konkurrenz zählt. Aber gerade die Übernahme von Apex hat sie jetzt im Bereich Asien relativ stark gemacht oder wird sie wahrscheinlich auch relativ stark machen für die Zukunft durch die Partners Group Zusammenarbeit, dadurch, dass sie dann mehr oder weitere Akquisen hier auch tätigen können im asiatischen Bereich. Gerade E-Commerce in Asien boomt, kann ein relativ starkes Feld natürlich auch hier für Kühne und Nagel dann werden, die normalerweise eher Nordamerika oder auch Europa hier abbilden. Und in dem Fall ist die Konkurrenz zwar stark, aber die üblichen Verdächtigen ist immer halt DHL oder auch DB Schenker oder eben DSV. Aber Nummer eins, wie Air Cargo Group sagt, jetzt auch anscheinend in der Luftfahrtbranche, aber auch Nummer eins in der Schifffahrtbranche. Die Landbranche interessiert sie wahrscheinlich noch nicht so sehr. Da sind sie Europa Nummer 6. Und jetzt nehmen sie erstmal, glaube ich, Asien in Angriff. Dann schauen wir zum Ende wie gewohnt auf die Aktie. Wie ist denn das Meinungsbild am Markt? Was sagen die Analysten? Ja, zuletzt hat die Aktie ein bisschen zugelegt, aber wenn man sich die Aktie mal gegen das März-Tief anschaut, da muss man schon sagen, dass die Aktie sich relativ stark hier nach oben gedreht hat. Nämlich März 2020 hat die Aktie ungefähr bei 125 Schweizer Franken gestanden. Aktuell steht sie bei 341 Schweizer Franken. Das sind 170%, die Aktie hier zulegen konnte. Aber man sagt auch, oder viele Analysten sagen auch, jetzt ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen das Ende der Fahnenstange auch erreicht. Wie man im Chart auch sieht, ist die fulminante Performance hier wirklich tief 2020 und dann hat sie sich komplett nach oben gedreht. Das sieht man bei vielen Aktien, das muss man auch sagen. Das sieht man bei vielen Aktien, vor allem die relativ stark natürlich von der Weltwirtschaft abhängig waren und auch sind.
Aber laut Bloomberg-Analysten ist auch hier erstmal das Ende des Kursziels erreicht. Also das Kursziel von Kühn und Nagel liegt aktuell im 12-Monats-Durchschnitt bei 285 Schweizer Franken. Und das sind 16% unter dem aktuellen Kurs. Und auch das Rating sieht man mit 5% Buy-Rating, 58% Hold-Rating und 37% Sell-Rating. Da sieht man schon, es ist eher auf der Halten-Seite gesehen. Das Sell-Rating überwiegt sogar dem Buy-Rating. Und da muss man sagen, Kühn und Nagel ist schon relativ gut gelaufen, auch wenn jetzt die Akquisition natürlich Asien stärken soll. Aber man muss auch erstmal schauen, wie es mit der Pandemie weitergeht, wie vor allem die Nachfrage weitergeht und ob Kühn und Nagel immer noch so gut seine Kapazitäten verkaufen kann wie das erste Halbjahr. Vivien Spanberg von Vontobel, vielen Dank. Danke. Das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf Kühne und Nagel. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.